Wir haben jetzt 5:30 Uhr. Jetzt gehen wir gleich auf den ersten Flohmarkt. Meinen Kollegen Mario treffe ich jetzt nachher. Okay, dann sieht man sich nachher dann. Heute Mittag gehe ich dann noch auf eine Spielzeugbörse. Vielleicht eventuell kriegt man da auch ein paar Spiele. Muss ich mal gucken. Bis dann. Jetzt müssen wir fast angekommen sein. Alter, die haben da jetzt aber nicht komplett zugemacht, oder was? Hey. Alter! Muss ich nochmal parken, stimmt. Hier sind die vier Monate die Flüchtlinge. Scheiße. Das sind die ersten, ja? Ja. Ich bin zuerst vorne reingefahren, aber da sind ja die Flüchtlinge und so. Du bist mit Hier ist kein Auto da, gell? Hier ist kein Auto, Leute. Sind wir überhaupt richtig? Ja, das ist die Halle, wo eigentlich der Flohmarkt sein soll. Laufen wir außen rum, oder? Siehst du? Hier steht's ja. Wollen wir zum Flohmarkt? Aufbau 8 Uhr, wir haben 6 Uhr. Mink, ja, 8 Uhr. Ja, aber die nehmen das ja voll ernst. Sollen wir an die Seite laufen? Da ist kein Mensch. Okay, kein Mensch. Dann gehen wir erst frühstücken, Leute. Wir gehen mal essen erst. Hier rechts lang. So, Leute, jetzt gehen wir erst frühstücken. Mein Kollege hat heute seine andere dicke Karre dabei. Weil irgendwie, die nehmen das hier irgendwie ziemlich genau, dass wenn heißt 8 Uhr aufbauen, dass erst 8 Uhr aufbauen statt um 6 Uhr. Ich habe keine Ahnung, ey. Also Leute, das Schlimmste ist ja nicht, dass der Flohmarkt später anfängt, sondern wir kommen noch nicht mal in die Bäckerei rein, weil es noch zu ist. Ja, Hunger. Feini, feini gibt's da. So Leute, bevor es losgeht, habe ich von meinen Kollegen ein paar Sachen geschenkt gekriegt. Das ist einmal... was ist denn das, Alter? Gaming Light Vampire. Da haben wir so ein Pack. Und für Gameboy noch ein paar Anleitungen. Ja, mein Pac-Man und so. Super, danke, ja. So, jetzt sind wir am Flohmarkt. Schnäpplejäger sind auch schon da. Was schon mal ganz gut ist, Eintritt kostet nichts. Was würden denn noch der DS kosten oder? Den DS gebe ich für 10 raus. Für 10? Ja. Funktioniert er? Ja, funktioniert er. Mit Ladekabel? Leider ohne, wurde mir damals geklaut. Und wie sieht es aus mit der PS2? Muss ich kurz nachgucken, kleinen Moment. Was haben wir jetzt 10. Also für 10 gebe ich sie nicht raus. Also für 7 würde ich den DS nehmen, ohne das, weil Kabel nicht da ist. Im Hallenflohmarkt habe ich nur einen einzigen Stand gefunden, wo Spiele hat, aber ich sag mal so, Leute, es war Volltreffer. Ich habe jetzt für die 8 Spiele, wo ihr hier seht, habe ich einen Fuffi gezahlt. Ich meine, die lasse ich nicht liegen, auch wenn es ein 50er ist, also das zeig's euch dann gerade mal. Für die Xbox One, Rise, Son of Rome. Einmal. Dann habe ich noch The Crew bekommen. Autorennspiel. Dann Zoo Tycoon. Schau, ich erstelle und verwalte deinen perfekten Zoo. Ha, ja, da kannst du einen eigenen Zoo hinterlegen und so. Auch keine schlechte Sache. Dann habe ich noch bekommen Days to Die, 7 Days to Die. Soll so ein Horrorschocker wahrscheinlich sein. Wie man sieht. Dann jetzt kommen die vier Knallerspiele. Battlefield 4. Ist komplett. Bei ein oder zwei fehlen die Anleitung, aber Rest ist komplett. The Evil Within. Ist wahrscheinlich so ein Zombie-Ding oder so. Keine Ahnung, kenne ich noch nicht. Skyrim. Auch komplett. Also falls es das Bügel ist. Und dann noch GTA 5 für die Xbox One. Also ich muss sagen, für ein Fuffi, du, dafür, dass die CDs keine Kratzer haben, das waren gerade alle die Spiele, wo sie da liegen hatten. Ich habe sie gleich alle geschnappt. Die hat dann noch eine PS2 gehabt, dafür wollte sie ein Fuffi, da habe ich halt kurz mal gelacht.
Okay, dann habe ich mir noch den DS geholt für 7 Euro bei der Frau. Da ist das Scharnier kaputt, da muss ich wahrscheinlich jemand fragen, dass es mir macht. Aber sonst geht's, schalt ohne Ladegerät, aber das kann ich kriegen, das ist kein Thema. Dann habe ich mir noch 5 Filme geholt, davon Marvel und DC Universe. Habe ich einmal Thor geholt auf Blu-ray. Dann The Avengers. Dann von DC habe ich Green Lantern geholt. Dark Knight Rises. Und Iron Man 2, auch alle ohne Kratzer. Für die habe ich 12 Euro gezahlt, für die 5. Also ich muss sagen, bis jetzt ist ein guter Tag. Heute Mittag gehe ich auf diese Spielzeugbörse und vielleicht sind da auch noch Spiele. Normal? Mal später. Erzähl, was hast du gerade gesagt? Wir sind hier gerade massiv dick auf der massiven, auf dem Spielzeugmarkt, aber wenn wir Glück haben, sind hier nachher Konsolenspiele. Gell? Das Glück haben wir nicht. Das Glück werden wir haben, glaub mir. Also Leute, Konsolenspiele gab es auf der Spielzeugbörse leider nicht. Das ist mein Kollege, sein Ausbeut, der hat alles Legos geholt, Playmobil. Da haben wir hier eine ganze Kiste mit Simpsons Dinger gekriegt. Das war's. Er freut sich wie Bolle, scheint ja. Spielsachen. Also Leute, ich sag mal so, Gastfreundschaft in der Schweiz ist ziemlich mies. Jetzt habe ich einen Fahrschullehrer gefragt, ob ich kurz bei ihm parken kann, dass ich eine Viertelstunde in GameStop gehen kann. Der hat 20 Parkplätze, nicht einer ist belegt, der fährt da rum und tut die Leute wegscheuchen. Ich habe gesagt, ich gebe 5 Euro, er wollte es nicht. Jetzt musste ich da ganz hinten parken und 1,5 Kilometer entfernt ist der GameStop. Bis gleich dann. So, das sind sie, die ganzen Parkplätze hier links. Und das vorderste Auto, wo der Golf steht, das ist der Lehrer, der wartet da, dass keiner hier parkt. Also Leute, sind meinem Ziel näher gekommen, da stell an. Bitte. 3,14. Lemmings von Naruto. Fußball 5 Euro, mein Kerl. 94, 11, 90. Ich war jetzt im GameStop in der Schweiz. Der Parkplatz war knapp 2 Kilometer entfernt, weil ich habe ein tiefer gelegtes Auto und komme nicht ins Parkhaus. So, da musste ich noch in Aldi gehen und Geld wechseln, weil die irgendwie keine Euro nehmen, keine Ahnung. Jetzt zeige ich mal die Spiele, wo ich geholt habe, für mich und meinen Kollege. Hopp, hopp, hopp. Dauert ein bisschen. So, für jeden eins hier. Hier einmal End War, irgendwas Dritte Weltkrieg mäßiges. Dann Gran Turismo, Red Faction. So. Dann MOC. Das habe ich für mich geholt, weil es sah für mich interessant aus, Disney mäßig. Dann iToy 3. Ist auch immer gut, kann man mit der Familie zocken. Dann iToy 2. Dann für das brauchen wir irgendwie eine Kamera. Invisible Animals. Dann das gleich zweimal, für mich und meinen Kollegen eins. Monster Truck. Dann einmal Brillenputztücher. Falls irgendwas verdreckt ist oder so. So, dann habe ich noch geholt. Wie heißt es? Metal Gear Solid 4.
eins für meinen Kollegen noch. So. Dann stimmt's. Auch für meinen Kollegen. Dann habe ich jeweils auch eins für meinen Kollegen. Strangold. Seht ihr ja. Also ich muss sagen, das war gut für 4, 8, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Für 16 Spiele knapp 30, 35 Franken finde ich in Ordnung eigentlich. So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann könnt ihr mir ein Like da lassen oder ein Abo und Kommi und sagen, was ich noch anders machen kann und so. Und demnächst kommt wieder ein Gameplay von Mega Man 2 von der NES Mini.